wer die IG eHealth ist. Die Interessengruppe, die Interessengemeinschaft eHealth wurde gegründet damals aufgrund einer Anfrage der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Man möge doch die Industrie zusammentun in einem Verein oder einer Gruppierung, die uns die Möglichkeit gibt, dass wir fragen können, wenn es um die elektronische Umsetzung oder die Umsetzung von eHealth geht. Man hat festgestellt, dass ein großer Bedarf da ist, Konzepte, Fragen, Diskussionspartner zu haben, ohne aber direkt auf einzelne Industriebetriebe zuzugehen. Das war die Geburtsstunde der IG eHealth, die nun seit mehreren Jahren das Thema eHealth-Strategie-Umsetzung begleitet und hier ein Ansprechgefäß ist für die Verwaltung, für die Kantone, aber auch für jeden, den eHealth interessiert. Nun, wir waren zuerst recht skeptisch, als die Diskussion aufkam, das Thema auf Bundesebene mit einem Gesetz zu regeln und waren recht zurückhaltend, ob es auch gut kommt. Der Industrie war natürlich sicher der zeitliche Aspekt ein Dorn im Auge. Wenn man auf nationaler Ebene ein Gesetz anstößt, dann braucht das Zeit. Es braucht dann auch Zeit in der Diskussion, auch wiederum kantonaler Ebene, was dann von oben nach unten kommt, um das in die Umsetzung zu bringen. Ich denke aber, es hat sich gelohnt, wenn man das Resultat sieht, diese Zeit zu warten. Es ist für uns als Industrie ganz wichtig, es wurde auch erwähnt, eben gute Rahmenbedingungen zu haben, Stabilität zu haben. Insbesondere im Umgang mit besonders schützenswerten Daten ist es wichtig, dass man klare Spielregeln hat, wie man mit diesen Daten umgehen darf. Natürlich auch war oder ist eHealth nicht einfach in der Umsetzung, auch für die Industrie. Technisch gibt es gute Lösungen, aber es ist natürlich auch so, dass diese Instrumente, die gebaut werden müssen, die bezahlt werden müssen. Und aus diesem Grund war es wichtig auch zu sehen, wie das Ganze nun zum Leben erweckt wird. Und wir haben festgestellt, dass gerade mit der doppelten Freiwilligkeit wir ein grundsätzliches Problem oder eine grundsätzliche Herausforderung haben, wie man eHealth zum Fliegen bringt. Ich mag mich erinnern an das erste Faxgerät, damals war das in der Post zu haben. Die Post hat hier die Anschubfinanzierung der Faxe vorangetrieben, weil es nicht sehr prickelnd ist, wenn man sich selber einen Fax zusenden will. Und natürlich geht das gleich auch im eHealth so, wenn es nicht klar ist, wer auf der anderen Seite wie mit den Daten umgehen kann, wird das schwierig. Also das System aufzubauen ist eine der großen Herausforderungen, die wir haben. Es kostet Geld, man muss die Akteure mobilisieren, man muss die Systeme integrieren, man muss die entsprechenden Patienten und Leistungserbringenden oder Gesundheitsfachpersonen identifizieren, muss ihnen entsprechende Authentisierungsinstrumente oder eben Identifikationsmittel aushändigen. Das sind Dinge, die es zu tun gibt. Und je langsamer das vorangeht und je weniger Akteure hier mittun, wird es einerseits für die Akteure sehr schwierig, weil sie in einem doppelten System arbeiten müssen. Einerseits eben E-Patientendossier, andererseits Papier oder anders wie. Und auf der anderen Seite natürlich ist es für den Patienten frustrierend, wenn er ein Dossier öffnet und dann sein Arzt das Dossier gar nicht befüllen kann. Also hier hat die doppelte Freiwilligkeit eine sehr große Herausforderung. Nichtsdestotrotz sind wir uns aber klar und auch bewusst, dass diese doppelte Freiwilligkeit politisch eine gute Wahl ist, weil wir niemanden dazu zwingen wollen, mit seinen besonders schützenswerten Daten elektronisch zu arbeiten. Die Herausforderung liegt nun darin, wie kriegen wir das System gebacken, wie kriegen wir die Geschwindigkeit hin, wie kriegen wir die Anreize, dass alle Freude haben am Patientendossier, wie können wir diese Nutzenpotenziale auch ergründen und ausschöpfen, dass jeder Akteur hier mittut. Und ich denke, das ist zurzeit die große Herausforderung, die große Hürde, die wir nehmen müssen. Die Anschubfinanzierung, wie sie von Frau Vogler jetzt gesagt hat, ist ein guter Anfang. Es ist aber so, wenn Sie den Karren nicht über den Hügel schieben, dann fährt er auch nicht auf der anderen Seite runter. Und ich glaube, auch an diesem Teil müssen wir ein bisschen arbeiten. Einerseits, dass wir genügend schieben können und wenn es dann eben noch nicht runter geht, dass wir doch immerhin noch den einen oder anderen Reserveposten haben, den wir brauchen können, um ihn hochzuziehen, dass das Ding eben ins Rollen kommt.
Ich denke aber, zusammenfassend, die Zusammenarbeit für das Gesetz war eine sehr gute und eine, denke ich, vorbildliche Zusammenarbeit. Und auch das Resultat, das wir hier vorliegen haben, bis eben ein bisschen auf diese Anreiz- und Finanzierungsthematik, ist ein sehr gutes Gesetz, ist eine sehr gute Basis, eine gute Flughöhe, und wir unterstützen das Gesetz EVZ-Dossier für die Schweiz. Danke.